Herzlich willkommen zurück zu Super Mario 2. Ja, wir wissen alles, was das ist. Ich bin immer noch dran, den Level am Bauen, genau. Und ich habe gedacht, ich brauche sowieso noch Footage und anstatt dass ich immer zwischen den Videos offline ein bisschen baue und Zeug und Sachen, habe ich gedacht, nehme ich euch einfach mal mit. Das ist bis jetzt dazugekommen, aber das Wichtigste ist das, was jetzt dazukommt. Und zwar Super Mario World. Wir haben ja Land. Wir haben ja den Anzug freigeschaltet für Land. Genau aus dem Grund bauen wir jetzt einfach einen kleinen Teil vom ersten Level dort an. So viel zum genau sein. Röhren kommt direkt da. Und ja, natürlich, ich meine, ich kenne den perfekt auswendig, oder? Einen wäre nicht. Das ist natürlich nur ein Witz, ich habe da nebendran direkt ein Dings stehen. Item. Ah, ja, stimmt, da. So. Dann kommt man da rein. So, jetzt allerdings, um das noch perfekt halten, müssen wir den machen. Ungefähr so. Sieht das denn aus? Gut, ich glaube nicht, dass die jemals da oben sein werden, aber man weiß nie, meine Lieben. Man weiß wirklich. Jedes Mal, wenn ich meine Lieben sage oder so, kommt mir vor, wie ich bin. Nur, dass ich nicht so fein bin. Aber das ist ja egal. Ich muss zuerst mal schauen, ob das überhaupt der ist. Ja, ist es. Weil jedes Kind weiss, Super Mario Land war schwarz-weiß. Ah, die Musik fehlt dann aber. Ja gut, alles abbrechen, alles weg. So, dann, was kommt allerdings als nächstes? Dann laufen wir da ein bisschen weiter, dann kommt das gleiche nochmal, einfach umgekehrt. Wo bist du jetzt auch nicht da? So. Und ein Goomba. Und dann kommt so etwas. Ich liebe so, wenn man etwas setzt. Zack, wird alles in die richtige Richtung rutscht. So, da platzieren wir wieder so eine. Und dann nachher kommt wieder eine Röhre. So. Und das nutzen wir doch direkt zu unseren Gunsten. Zum, weil wenn man dann halt da rauskommt, dann kann man dann da direkt rein. Wunderbar. So, hätten wir das auch schon.
Ausgangsröhre. So, dann. Ich will da ungern so eine Wand platzieren, drum. Ja, doch, das ist okay. So. Ja. Ja gut, ich muss ja trotzdem eine Wand platzieren, also bringt es gar nicht wirklich etwas. So. So, dann allerdings machen wir etwas anders. Und zwar, jetzt muss ich gerade schnell schauen. Ich habe nämlich etwas ausgeschrieben. Und zwar The Last Level. The Last Levels. Und zwar der Nachtlevel würde da perfekt passen direkt. Ja, auf jeden Fall, man muss natürlich zuallererst Schaden nehmen. Das heisst. Kreissage for the win. So. Haben wir dann da mit dem reinkommt. Aber ist jetzt nicht wichtig vorerst mal. Dann muss ich gerade schnell schauen, wie sieht denn das da aus. Okay, wir haben da. Falsch, Moment noch. Nein, das ist schon wieder falsch. Gut, ist auch egal. Ich weiss noch so ungefähr, also man läuft da raus. Zuerst mal den Boden natürlich. Machen wir mal bis ungefähr da. Ich will ja auch wieder nicht den ganzen Level haben. Ja, vielleicht ist das ein bisschen wenig. Mal schauen, ich kann ja immer noch länger machen. Aber. Okay, gut. Das sollte den meisten vertraut sein, dass nach einer gewissen Stelle da. Das Gebilde da kommt. Allerdings muss ich es gerade noch mal schnell schauen. Okay, ja, sehr schön zu wissen. Weil, an das habe ich mich nicht mehr erinnert. Und zwar, da ist ein Paracoupa noch immer. Also ein grüner. Das habe ich nicht gewusst. Allerdings kommt dann ziemlich gleich mal da, also ein bisschen weiter rennen. Man braucht ein bisschen Zeit, um überlegen können. So, dann der läuft auf simple Glück. Ich glaube, es sind so. Dann hat er da wieder und da oben geht es dann durch. Und da drauf ist dann ein normaler Koopa. Und da drin ist der Pilz.
Pilz. Genau. Ist das richtig so? Ich glaube ja. Dann rechts sind 5 von denen. Von denen da. Und in einem von denen ist dann der Full-Pilz, also der Gift-Pilz bekanntlicherweise. Aber ich weiß nicht mehr genau in welchem. Ich glaube im zweiten. Nein, genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Ist der liebe Typ da. So, wir machen aber noch ein bisschen weiter. Dann kommt da so eine Röhre. Und dann... Hey, was? Aha! Ich habe schon gemeint, was? So wenig? Das Nintendo-Zeichen so viel Platz eingenommen. So. Dann da einer kommt nochmal eine. Aber im Moment, die ist oben drauf. So. So, und dann nutzen wir das doch ebenfalls direkt aus zum... Da! Wieder eine Wand ziehen! Perfekt! Kurzer Playtest. Da haben wir zuerst das normale SMB-1. Bis zur Zielfahne. Dann haben wir das Nintendo-Zeichen. Dann geht es da weiter, dann kommt man zu Donkey Kong Arcade Dings, wo man, wenn man gross ist, kann man da sogar cheaten. Weil eigentlich habe ich da an gewissen unsichtbaren Blöcken gemacht, also an den Leitern, die kaputt sind halt. Das hat ja die immer und die kann man dann nicht aufhören, aber wenn man gross ist, kommt man drum herum. Also, ja. Dann kommen wir da zu Zelda. Falsche Richtung. Der da. Und dann geht's da eine weiter. Sehr schön. Dann kommt man da. Am besten mache ich es, dass man da auch direkt Schaden bekommt. Aber es könnte sein, dass man ihn verliert. Brenzlig, brenzlig. Auf jeden Fall Super Mario World. Land meine ich natürlich. Und dann kommt man da zu The Last Levels. Was ist mit dem Pilz los? Mit meinem Lieblingsitem, Gegner, was auch immer. Ich komme schon nicht rauf. Und dann geht es da weiter. So, jetzt muss ich allerdings noch schnell etwas machen. Und zwar. Da bekommt man Schaden, allerdings. Da nicht. Es könnte allerdings sein, dass man einen Helm in der Zwischenzeit schon wieder verloren hat. Drum machen wir da einfach standardmäßig so eine an, für den Fall, dass man den Helm noch hat, aber sonst irgendwie, dann kommt man den ganz einfach rüber. Weird. So, perfekt. Eine Frage, die ich mir sowieso noch stelle, wenn man jetzt einfach nur einen Raum macht, der genauso groß ist wie der Bildschirm, oder halt einfach ein genaues Quadrat, macht er dann unendlich lang weiter?
Nein. Aber ich würde mich von euch verabschieden. Sehr gern. Weil ich sonst viel zu wenig Videos habe und dann fängt es an nerven. Drum. Tschüss und dann verabschieden.